Herzlich willkommen zu den Allgäu TV Nachrichten. Schön, dass Sie mit dabei sind. Das sind die Themen heute. Prozess um Mord an Lindauer Rentner. Die Einzelheiten des Urteils. Baufälliges Wahrzeichen. Renovierungsarbeiten am Schloss Neuschwanstein. Und unterwegs in den kleinen Gemeinden. Allgäu TV in Lechbruck. Der Richter sprach von dem gefährlichsten Täter seit Jahren, der vor dem Kemptner Landgericht verurteilt wurde. Am 17. Juli hatte der Prozess gegen zwei Rumänen begonnen, die einen Rentner aus Lindau getötet haben sollen. Gestern wurden die Plädoyers gehalten und anschließend das Urteil verkündet. Dementsprechend hart fiel das Urteil auch aus. Der Hauptangeklagte wird wohl nie wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Meine Kollegin Luisa Hamelbeck berichtet. Er ist am 8. März 2017 in ein Wohnhaus in Lindau-Zech eingebrochen, um wertlose Alltagsgegenstände wie Alkohol oder eine alte Kassette zu stehlen. Laptop und Fernseher ließ er stehen. Dann traf er auf den 76-jährigen Bewohner. Er fügte ihm einen Kieferbruch und diverse weitere Verletzungen mit stumpfer Gewalt zu. Anschließend würgte er den Rentner mehrere Minuten lang, bis dieser starb. Um seine Spuren zu beseitigen, setzte er das Haus in Brand. So lauteten die Vorwürfe an den Hauptangeklagten im Lindauer Mordprozess. Dem jüngeren Mitangeklagten wurde vorgeworfen, das Fluchtfahrzeug gefahren zu haben. Die Kammer ist aufgrund einer sechstägigen Hauptverhandlung und der Einvernahme von 20 Zeugen zu dem Schluss gekommen, dass sich der ältere der beiden Angeklagten unter anderem des Mordes schuldig gemacht hat. Während der Verhandlung konnten sich die Angeklagten, die einer rumänischen Bettlerbande angehören, kaum gegensätzlicher verhalten. Während sich der Mitangeklagte so gut wie gar nicht bewegte, konnte der Hauptangeklagte kaum mal eine Minute stillsitzen. Bei der Urteilsverkündung jedoch verhielt auch er sich ruhig, als es für ihn hieß, lebenslänglich mit anschließender Sicherungsverwahrung. Verurteilt wurde er wegen Mordes, vollendeten Wohnungseinbruchdiebstahls und besonders schwerer Brandstiftung. Die Begründung war, dass beim Angeklagten ein Hang festgestellt wurde, erhebliche Straftaten gegen das Leben, die körperliche Unversehrtheit oder gegen sexuelle Selbstbestimmung von Personen zu begehen und dass die Prognoseentscheidung getroffen wurde, dass die Gefahr besteht, dass es auch in Zukunft tun wird. Der 37-jährige Rumäne hatte schon mehrfach im Gefängnis gesessen, unter anderem wegen Körperverletzung und Vergewaltigung. Zudem wurde bei ihm eine dissoziale Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Im Gegensatz zum Gericht sah die Staatsanwaltschaft deshalb eine verminderte Schuldfähigkeit und forderte nur 14 Jahre und 9 Monate. Die Verteidigung hingegen plädierte aufgrund aus ihrer Sicht mangelnder Beweislage auf Freispruch. Unerwartet kam das Urteil trotzdem nicht. Nach dem Gang der Hauptverhandlung und auch nach den Schlussverträgen der Staatsanwaltschaft sowie der Nebenklage war es nicht gänzlich ausgeschlossen, dass so ein Urteil rauskommen wird, was auch schlussendlich rausgekommen ist. Das Urteil entspricht genau der Forderung der Nebenklage, die die Angehörigen des Getöteten vertrat. Die Verteidigung hat nun die Möglichkeit, Revision einzulegen. Wir haben es jetzt mit dem Mandanten noch nicht Schluss besprochen, aber auch das ist nicht gänzlich ausgeschlossen, dass wir tatsächlich dieses Urteil nochmal überprüfen lassen werden. Der mitangeklagte 27-Jährige ist freigesprochen worden. Gefordert hatten Staatsanwaltschaft und Nebenklage 3 Jahre Haft. Der Rumäne soll Chef der Bettlerbande sein. Man konnte ihm nicht nachweisen, das Fluchtfahrzeug gefahren zu haben. Er bekommt nun eine Entschädigung. Ich persönlich bin natürlich sehr zufrieden mit diesem Urteil. Auch mein Mandant und seine Familie sind hochzufrieden mit diesem Urteil. Hinsichtlich des freigesprochenen Angeklagten war die Begründung auch sehr ausführlich und nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz behalten wir uns als Staatsanwaltschaft vor, jetzt noch die Woche Rechtsmittelfrist auszunutzen, um in Ruhe die Begründung zu prüfen. Es war ein umfangreiches Verfahren. Strittigster Punkt während der Verhandlungen war ein Zeuge, der den Hauptangeklagten in der Untersuchungshaft als Spitzel der Polizei ausgefragt haben soll. Die Mitschuld der Polizei wurde gestern ausgeschlossen. Die Aussage des Zeugen aber als nicht verwertbar angesehen. Diese war jedoch das Einzige, was man gegen den 27-Jährigen in der Hand hatte. Am Wochenende steht nicht nur die Festwoche an, sondern, wenn Sie auf der Suche nach etwas Entspannterem oder Romantischerem sind, auch das sogenannte Wochenende der Perseiden steht an. Die Perseiden sind ein Meteorstrom, der in einem festen Rhythmus den Weg der Erde kreuzt.
Trifft er auf die Erdatmosphäre, entsteht eine Lichterscheinung durch die Staubteilchen, die Sternschnuppen genannt werden. Der Höhepunkt wird dann in der Nacht von Sonntag auf Montag erreicht. Da können Sie bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde fallen sehen. Wenn Sie sich jetzt aber da nicht die Nacht um die Ohren schlagen wollen, generell werden am ganzen Wochenende sehr viele Sternschnuppen zu sehen sein. Voraussetzung natürlich, dass das Wetter mitspielt. Und wie das Wetter wird, das sehen Sie gleich nach der Werbung und Allgäu TV Kompakt. Bis gleich. Es ist wieder Festwochenzeit. Feiern Sie mit uns ein Fest für die ganze Familie. Mit 400 Messeausstellern, Stimmung und Gaudi in den Festzelten und bester Unterhaltung beim Bühnenprogramm im Stadtpark. Erleben Sie spannende Thementage, das bezaubernde Lichterfest und attraktive Sonderschauen. Die Allgäuer Festwoche 2018. Wirtschaftsmesse, Kulturtage, Heimatfest. Vom 11. bis 19. August 2018 in Kempten. Hier habe ich meinen günstigen Kredit gefunden. Einfacher geht's nicht. Am nächsten Tag war mein Geld da. Mama! Unglaubliche minus 0,4% bei 1000 Euro. Deutschlands Top-Kredite. Super günstig auf smava.de. Wenn Kredit, dann Smava! Holz Philibeck. Holz aus eigener Herstellung. Für Wand, Decke, Boden. Von der fachkundigen Beratung bis zur Montage. Lassen Sie sich inspirieren. TV Bayern Live zeigt Bayern von seinen schönsten Seiten. Wir berichten zwischen Politik und Boulevard, Aufreger, Krawall und Kabarett. Wir hören hin und schauen nicht weg. TV Bayern Live, immer samstags, live informiert. TV Bayern Live, keiner ist näher dran, denn TV Bayern Live, das sind 16 Lokalsender im Freistaat. Unsere Korrespondenten sind dort zu Hause, wo es passiert. TV Bayern Live. Ganz Bayern in einer Stunde. Immer samstags um 17.45 Uhr auf RTL. Und am Sonntag ab 17 Uhr bei Ihrem Regionalsender. Gut geht's uns schon, uns Allgäuer. Unsere Heimat, unsere Natur und unsere Traditionen gibt's kein zweites Mal. Und erst unsere Leute. Die denken sich lieber mehr, als sie sagen. Gern bei einem Allgäuer Büblebier, unserem Bier. Allgäuer Büblebier aus dem Allgäuer Brauhaus. Unser Bier. Waffenbier, das Haus der Jagd und Tracht in Kempten. Die Kurznachrichten am Freitag. Ein 23-jähriger Ostallgäuer wurde zu 14 Monaten Haft verurteilt. Der Mann soll im vergangenen September in ein Modegeschäft eingebrochen sein. Dort stahl er rund 500 Euro aus einem Tresor. Außerdem verurteilte das Jugendschöffengericht die Freundin des Angeklagten zu 6 Monaten auf Bewährung. Diese war eine ehemalige Angestellte in dem Geschäft und kannte somit den Code für den Tresor. Das Gericht hatte keine Zweifel an ihrer Beihilfe. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Unfall auf A96. Gestern Vormittag ist ein 69-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw auf der A96 bei Neuravensburg ins Schleudern geraten, von der Fahrbahn abgekommen und einen Abhang heruntergerutscht. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll der Mann auf regennasser Fahrbahn viel zu schnell gefahren sein. Nach einem Überholmanöver habe er dann die Kontrolle über sein Auto verloren. Bei dem Unfall wurde der 69-Jährige leicht verletzt, am Auto entstand Totalschaden. Während der Bergungsarbeiten wurde die Autobahn in Richtung Memmingen teilweise gesperrt. Eine Diebstahlserie aus Autos beschäftigt derzeit die Polizeistellen in Memmingen. Inwieweit die verschiedenen Einbrüche zusammenhängen, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Mehrere Autos wurden aufgebrochen, aber auch aus nicht abgeschlossenen Autos wurden Wertgegenstände gestohlen. Die Polizei bittet deshalb um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer Hinweise zu den Taten oder den Tätern machen kann, soll sich an die Polizeiinspektion Memmingen oder die Autobahnpolizei Memmingen wenden. In diesem Zusammenhang rät die Polizei, keine Wertgegenstände in Autos sichtbar zu hinterlassen, sowie an belebten oder gut beleuchteten Straßen zu parken.
Streik bei Ryanair. Durch den Streik der deutschen Ryanair-Piloten sind heute 6 Flüge von und nach Memmingen gestrichen worden. Betroffen waren bzw. sind Flüge von und nach Sevilla, Thessaloniki und Warschau. Passagiere dieser Flüge wurden vom Flughafen informiert. Geld für die Fluggäste wird es aber wohl nicht geben. Ryanair machte außergewöhnliche Umstände geltend, bei denen Entschädigungszahlungen nicht fällig sind. Wie es mit den Streiks weitergeht, ist nicht klar. Ryanair hat aber angekündigt, ab Samstag den normalen Flugbetrieb wieder aufzunehmen. Durach könnte nun doch als neuer Standort für die Rettungswache Kempten Süd in Frage kommen. Der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Allgäu richtet 2 neue Rettungsstationen ein. Ein Standort kommt sicher nach Bad Hindelang, wurden als 2. Standort Durach und auch St. Mangen vor einigen Wochen noch vehement abgelehnt. So scheinen die Gemeinden jetzt wieder im Rennen zu sein, so der Geschäftsführer des BRK. Grund dafür sei die gute Erreichbarkeit des Stadtgebietes Kempten sowie der Bundesstraße 309 und der A980. Mit den Rettungsstationen soll eine schnelle Versorgung von Patienten gewährleistet werden. 10-Stadel Steinheim wird saniert. Die Sanierung und der Umbau des 10-Stadels im Memminger Stadtteil Steinheim werden voraussichtlich im September beginnen. Geplant ist, aus dem denkmalgeschützten, einsturzgefährdeten Stadel ein Gemeinschaftshaus zu machen. Laut Medienberichten unter Berufung auf das Baureferat der Stadt werden die Kosten des Projekts rund 10% höher liegen als ursprünglich geschätzt. Diese lagen vor 3 Jahren bei rund 3,7 Millionen Euro, von denen die Stadt Memmingen 1,6 Millionen Euro trägt. Der Rest kommt aus verschiedenen Förderprogrammen. Ob der 10-Stadel umgebaut oder abgerissen werden sollte, war seit Jahren ein Streitthema, das sogar in einem Bürgerentscheid mündete. Die Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica ist seit heute wieder auf dem Rückweg von der indonesischen Insel Lombok ins Allgäu. Nach dem starken Erdbeben mit mindestens 320 Toten hat Humedica eine lokale Hilfsorganisation dabei unterstützt, Hilfsmaßnahmen vor Ort vorzubereiten. Außerdem brachten die Kaufbeurer medizinisches Gerät mit nach Lombok. Die Partnerorganisation übernimmt jetzt. Das Humedica-Team wird am Montag zurück in Deutschland erwartet. Neue Abteilung am Klinikum Memmingen. Die geplante Neurochirurgie am Klinikum Memmingen könnte Anfang kommenden Jahres schon ihre Arbeit aufnehmen. Vorbereitungen für die benötigten Räume und Geräte seien am Laufen. Ebenso sei die Suche nach einem Chefarzt und qualifiziertem Personal nahezu abgeschlossen. Im Blickfeld der Neurochirurgie stehen Erkrankungen und Verletzungen des Nervensystems, aber auch Operationen am Hirn und der Wirbelsäule. Von großer Bedeutung wird die Neurochirurgie für das Memminger Klinikum auch in seiner Eigenschaft als regionales Traumazentrum. Für den Fußball-Regionalligist FC Memmingen stehen jetzt gleich 3 Auswärtsspiele an. Das erste Spiel findet heute Abend um 19 Uhr gegen den TSV 1860 Rosenheim statt. Die Woche darauf geht es zum 1. FC Nürnberg. Zwischen den beiden Ligapartien findet am Mittwoch noch das Pokalspiel gegen den FC Kempten statt. Auch für den 1. FC Sonthofen steht heute ein wichtiges Spiel an. Denn der tritt gegen den bislang ungeschlagenen Tabellenführer TSV Schwab München an. Anstoß ist um 6:30 heute Abend. Ja, soweit die Kurznachrichten am Freitag. Jetzt fehlt noch das Wochenendwetter. In der heutigen Nacht ist es im gesamten Allgäu bewölkt, aber es bleibt trocken. Die Temperaturen liegen um 15 Grad. Morgen Vormittag erwarten uns in allen Regionen des Allgäus durchschnittlich 20 Grad. Trotz bewölktem Himmel dürfen wir auch mit Sonnenschein rechnen. Im Oberallgäu ziehen im Laufe des Vormittags noch mehr Wolken auf. Im Bereich um Sonthofen wird es noch etwas wärmer. Im Vergleich zum Vormittag verändert sich nicht viel. Nur die Temperaturen liegen jetzt im Schnitt bei 22 Grad. In den Bergen darf man sich auf geniales Wanderwetter freuen. Hier scheint nämlich die Sonne bei angenehmen Temperaturen. Während es auf dem Nebelhorn am kühlsten ist, ist es auf dem Gründen mit 19 Grad am wärmsten. Am Sonntag und auch am Montag strahlt die Sonne wieder auf unser Allgäu bei über 20 Grad. Der Dienstag wird regnerisch und nass und die Temperaturen reduzieren sich um ein paar Grad.
Seit 1886 liegt es im Ostallgäu, ist 65 Meter hoch und wurde bislang von knapp 70 Millionen Menschen besucht. Das Schloss Neuschwanstein. Gestern war einer der Besucher Finanz- und Heimatminister Albert Füracker. Aus welchem Grund er sich auf den Weg nach Schwangau gemacht hat, darüber berichten meine Kollegen Anne Blei und Luca Moosbrugger. Das Schloss Neuschwanstein. Es ist das Wahrzeichen schlechthin für das Allgäu. Bekannt ist es in der ganzen Welt und steht repräsentativ für den deutschen Tourismus. Bestimmt war das Schloss ursprünglich allerdings nicht für die Touristen, sondern für genau eine einzige Person, König Ludwig II. Er erbaute das Märchenschloss vor 149 Jahren, was bis heute vor allem die zahlreichen Besucher freut. Oberster Schlossherr heute ist Albert Füracker, Bayerns Finanz- und Heimatminister. Wir sind an einer Grenze angekommen, wo man sich kaum vorstellen kann, dass es noch signifikant mehr Menschen pro Tag werden könnten, die hier das Schloss besichtigen wollen. An eine Obergrenze, wie es sie zum Beispiel im Vatikan in Rom gibt, möchte Minister Füracker allerdings nicht denken. Deshalb muss etwas getan werden, damit die vielen Besucher auch noch weitere Jahre hierher kommen können. Denn über die lange Zeit ist das Schloss in die Jahre gekommen und nun baufällig. Wir haben das Problem, dass wir in der Zwischenzeit über 70 Millionen Besucher im Schloss hatten. Die haben natürlich auch ihre Spuren hinterlassen. Wir haben abgegriffene Flächen. Im wahrsten Sinne des Wortes, der Besucher möchte ganz gern die Materialität begreifen. Wir haben auch Besucher dabei, die sich ganz gern irgendwie eine Art Andenken mitnehmen wollen. Wir haben abgebrochene Teile, wir haben entfernte Ziernägel, die müssen ergänzt werden. Ein großes Problem ist bei diesen Besuchermassen die eingebrachte Luftfeuchtigkeit. Der Besucher, der atmet, er schwitzt und er bringt auch bei Regen entsprechend nasse Kleidung mit rein. Die Feuchtigkeit in Verbindung mit dem alpinen Klima und Licht belastet vor allem die wertvollen Textilien und Möbel. Außerdem wurden sie jahrelang falsch behandelt und haben dadurch die eigentliche Farbe der Räume verändert. Deshalb laufen seit letztem Jahr zahlreiche Restaurierungs- und Sanierungsarbeiten, um das Schloss wieder so originalgetreu wie möglich herzurichten. Wir werden in diesem Zug im Schloss eine Lüftungsanlage einbringen. Da ist es wieder positiv oder sehr gut, dass König Ludwig II. Technikaffin war. Er hat ja schon damals eine Art Zentralheizung gehabt. Und wir können diese vorhandenen Lüftungsschächte, diese historischen, für unsere neue Lüftungsanlage nutzen. Hier sieht man zum Beispiel, wie in liebevoller Handarbeit Wandmalereien aufgefrischt werden. Das alles geschieht, damit die zahlreichen Besucher das Schloss wieder im originalen Charme bestaunen können. Da stellt sich die Frage, ob das Schloss dennoch besucht werden kann. Also für uns war ja Vorgabe, dass wir die laufende Restaurierung im laufenden Besucherbetrieb durchführen müssen, was natürlich bei der Kleinteiligkeit der Räume extrem schwierig ist. Wir haben uns vorgenommen, dass wir in der Hauptbesuchszeit, also im dritten Quartal, Juli bis September, in den Prunkräumen, in denen sich Besucher aufhalten, keine Arbeiten stattfinden. Da werden wir dann in rückwärtige Bereiche gehen, Dienerschaftszimmer und so. Aber es ist ein sehr, sehr schwieriges Arbeiten. Wir haben eine gewisse Geräuschkulisse, mit der der Besucher auch irgendwo klarkommen muss. Also es wird ein schwieriges Miteinander werden. Ob dieses Miteinander gut funktioniert, interessiert vor allem auch den obersten Schlossherrn Albert Füracker. Er besuchte das Schloss, um sich einen Eindruck darüber zu machen. Denn das große Projekt wird natürlich auch einiges kosten. Knapp 20 Millionen Euro sind momentan für die Arbeiten geplant. Das sieht er allerdings als kein Problem, denn das ist einer der wichtigsten, attraktivsten Orte, die wir in Bayern haben. Nach den zahlreichen Bauarbeiten stellt sich natürlich die Frage, wer für die Instandhaltung des attraktiven Ortes aufkommt. Finanziert wird das natürlich letzten Endes aus dem bayerischen Staatshaushalt über die Schlösserverwaltung. Aber wir erheben natürlich auch in Neuschwanstein Eintritte. Und Neuschwanstein ist ein Objekt, wo sehr, sehr viel Eintrittsgelder natürlich auch aus der ganzen Welt nach Bayern gebracht werden. Deswegen, es kostet nicht nur Geld, wir haben auf Neuschwanstein auch viele Einnahmen. Für die Zuständigen bleibt zu hoffen, dass die Bauarbeiten zügig vorankommen, damit das Schloss schnell wieder in vollem Glanz erstrahlen kann. Das würde bestimmt auch König Ludwig erfreuen. Wir befinden uns ja mitten in der Hochzeitssaison. Während die einen jetzt Ja sagen, sagen viele andere, die schon länger verheiratet sind, oftmals auch ein zweites Mal Ja. Allerdings zur Scheidung.
In Bayern ist die Zahl der eingereichten Scheidungen im Jahr 2017 aber gesunken von rund 24.000 auf etwa 22.500. In einem Landkreis hier im Allgäu zeichnet sich aber ein anderer Trend ab. Im Unterallgäu ist die Zahl der Scheidungen im Vergleich zum Vorjahr nämlich gestiegen. Zwar nur um 8 Ehen, aber trotzdem schade. Außerdem, im Unterallgäu gingen rund 50% der Anträge von den Frauen aus. Bayernweit sind es mehr Männer, die die Scheidung einreichen. Hoffen wir, dass das den Paaren, die dieses Jahr heiraten, nicht passiert und die Ehen lange halten. Gleich nach einer kurzen Pause sehen Sie, in welche Gemeinde es meine Kollegen Annika Swietil und Jonas Strobel in ihrer neuen Folge Allgäu TV Inn verschlagen hat. Das Größte für die Kleinsten gibt's bei der Babywelt in Gersthofen, Europas größtem Fedes Babyfachmarkt. Mit Baby- und Kinderzimmern, den besten Autokindersitzen, Kinderwagen, Buggies und vielem mehr. Die ganze Welt der Babys auf über 5000 Quadratmetern. Einfach riesig und einfach zu finden im Heripark Gersthofen, direkt an der A8 und der B2, mit riesigem kostenlosen Parkplatz. all-in.de. Umfangreich informiert über Politik, Blaulicht, Sport, Kultur und alles, was das Allgäu heute interessiert. Spannende Themen, vielseitige Specials, exklusive Reportagen, Videos und Bildergalerien von Veranstaltungen und aktuellen Ereignissen im ganzen Allgäu. Jetzt auch direkt auf Smartphone mit dem WhatsApp-Service. all-in.de. Hier habe ich meinen günstigen Kredit gefunden. Einfacher geht's nicht. Am nächsten Tag war mein Geld da. Smava! Unglaubliche minus 0,4% bei 1000 Euro. Deutschlands Top-Kredite. Super günstig. Auf smava.de. Wenn Kredit, dann Smava! Weil eine kleine Überraschung viel Freude macht. Weil Wertschätzung verbindet. Weil Verlässlichkeit Vertrauen schafft. Bringen wir mehr. Aus Überzeugung. Präg. Wir verstehen Energie. Es ist wieder Festwochenzeit. Feiern Sie mit uns ein Fest für die ganze Familie. Mit 400 Messeausstellern, Stimmung und Gaudi in den Festzelten und bester Unterhaltung beim Bühnenprogramm im Stadtpark. Erleben Sie spannende Thementage, das bezaubernde Lichterfest und attraktive Sonderschauen. Die Allgäuer Festwoche 2018. Wirtschaftsmesse, Kulturtage, Heimatfest. Vom 11. bis 19. August 2018 in Kempten. Auch heuer wird der bayerische Flohmarkt umrahmt von einem kunterbunten Programm für die ganze Familie. Mit zünftigen Frühschoppen und Attraktionen für die Kleinen, wie zum Beispiel eine Kinderhüpfburg und Ponyreiten. Der bayerische Flohmarkt findet bei jeder Witterung statt. Die letzten Wochen hieß es Sommer, Sonne, Sonnenschein. Das Wetter im Allgäu war ja nahezu perfekt für Aktivitäten im Freien. Eventuell etwas zu heiß, aber wir wollen uns ja nicht beschweren. Zumal man sich ja Abkühlung verschaffen kann durch ein Eis oder einen Sprung ins kühle Nass. Meine Kollegen Annika Swietil und Jonas Strobel sind da der gleichen Meinung und sind für die aktuelle Folge Allgäu TV Inn an den See gefahren. Und welche Gemeinde direkt am See liegt, das sehen Sie jetzt. Der obere Lechsee. Eingebettet in das Allgäuer Bergpanorama liegt er am Fuße der Gemeinde Lechbruck am See, die heutige Gemeinde von Allgäu TV Inn. Gefühlt 100 Schwäne sonnen sich auf dem Wasser, etwas mehr Einwohner hat die Gemeinde dann doch als Schwäne, nämlich rund 2700. Lechbruck wird auch als Flößerdorf bezeichnet, denn die Flößerei war bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, ehe der Bahnhof in Lechbruck gebaut wurde, eine der wichtigsten Bestandteile der Lechbrucker Bürger. Sie transportierten unter anderem Holz, Stein und Werkzeuge bis hin nach Wien. Dort angekommen wurde das Floß auseinandergebaut und die Einzelteile verkauft. Danach hieß es für die Flößer zurück nach Hause, aber zu Fuß, erzählt uns Gerd Ludwig, der Führungen im Flößermuseum macht. Auch heute noch fährt ein Floß auf dem oberen Lechsee. Das wollten Annika und ich natürlich hautnah miterleben. Hey.
Dann ging es auf dem Land weiter. Wir sind gerade entlang gelaufen in den Straßen von Lechbruck und dann haben wir ein wunderschönes Haus gefilmt und dann hieß es, wenn wir das filmen, dann kostet es einen Kasten Bier oder eine Flasche, was war's? Sekt. Okay. Und daneben hockt dann die Besitzerin, haben wir es leider nicht dabei gehabt, wir durften es jetzt trotzdem. Wie kommt man denn zu so einem wunderschönen Haus? Das war eigentlich ein Kindheitstraum. Als kleines Kind habe ich gesagt, wenn ich mal groß bin, möchte ich das Haus kriegen, haben. Und jetzt voll zufrieden? Voll zufrieden. Macht das viel Arbeit? Also wie alt ist denn das? Kann man das sagen? Das Haus ist von 1681 und man muss halt immer wieder dranbleiben, dass es so hübsch bleibt. Und was hat man da jetzt alles machen müssen? Wir haben die Fenster erneuert, wir haben innen komplett das Erdgeschoss ausgegraben, 1,5 Meter tief. Und einen halben Meter tief. Und ja, dann alles von Grund auf eigentlich wohnbar gemacht, auf die moderne Art, einfach nicht wie früher. Und was ist jetzt das Besondere an dem Haus? Gibt es da innen drin noch irgendwas Besonderes, was man jetzt nicht sieht? Da hat es einen Balken drin. Also das haben unseres Wissens nach nur zwei Häuser in Lechbruck noch, so einen früheren Balken von einem Zimmermann. Und der muss auch drin bleiben, den dürfen wir nicht entfernen. Und ja, den sieht man im Wohnzimmer. Raus aus dem Wohnzimmer und ab auf die Weide. Dort haben wir diese süßen Vierbeiner getroffen, Alpakas. Die Alpakas gehören Florian Hörmann. Vor rund 9 Jahren hat er den Tieren zu tief in die Augen geschaut und sich in sie verliebt. Was meiner Meinung nach ziemlich verständlich ist. Ich versuche auch gleich mal ein Interview mit einem Alpaka-Hengst zu bekommen. Wie heißt denn du? Okay, der Axel. Axel will nicht. Und Axel ist ein Hengst, weil wir jetzt bei den Hengsten sind. Und jetzt haben wir eine kleine Wanderung quasi gemacht. Jetzt sind die relativ weit auseinander, die Stuten und die Hengste. Warum? Ja, es ist einfach in der Zucht besser, wenn die Hengste die Stuten nicht sehen, also außer Sichtweite sind, weil es sonst einfach zu unnötigen Streitereien kommt und die Hengste halt dann auch gerne mal so Machtgehabe haben und ja, sich dann ein bisschen bekriegen. Und das wollen wir einfach ein bisschen unterbinden, dass einfach mehr Ruhe in der Herde ist und das klappt so am besten. Ja. Und es ist einfach Ruhe drin, ja. Deswegen außer Sichtweite und dann sind die für sich und die Mädchen für sich und genau. Und wir können auch gezielter verpaaren, ja. Also wenn wir jetzt alle Hengste mit den Stuten mitlaufen lassen würden, dann wäre ja. Geht das keine Zucht möglich. Aber ja, nicht wirklich. Genau, ja, das ist so ein Hauptgrund auch, ja. Mehr über die Alpakas und das Flößermuseum und warum diese beiden Damen so strahlen, das sehen Sie heute Abend in einer neuen Ausgabe von Allgäu TV in. Und das war's auch schon wieder für heute. Nächste Woche begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Svenja Ganser. Allerdings nicht wie gewohnt aus unserem Nachrichtenstudio, sondern sie mischt sich kommende Woche unter die Menschen auf der Festwoche. Ihnen jetzt noch einen schönen Start ins Wochenende. Machen Sie's gut.